Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Kingdom Under Fire The Crusaders. In der letzten Folge haben wir in Aten, ein super Name, Haufen fliehender Hieronoiden gekillt. Am Ende auch ein paar Ritter und eine Truppe Bogenschützen. Und haben dann in einem Vorposten hier ein bisschen gechillt. Und genau, geht heute nach Esse, wo wir die Stadt belagern und den König gefangen nehmen sollen. Zumindest waren das unsere letzten Befehle. Esse liegt vor uns. Orks, halte die Skorpione bereit. Die Affen zittern vor uns, also behalte deinen kühlen Kopf und bleib standhaft. Wenn wir Esse einnehmen, könnt ihr nach Herzenslust plündern. Die Beute gehört euch, also kämpft so gut ihr nur könnt. Schön plündern. Wir rücken von Südosten auf Burg Esse vor und marschieren dann nach Norden. Die Skorpione sollen die Burgmauer niederbrechen. Wir werden sie dabei unterstützen. Ja, zugucken wahrscheinlich. Gegen normale Angriffe sind die Skorpione gewappnet, aber nicht gegen Katapulte und ähnliches. Wir schalten also zunächst die feindlichen Truppen aus, die die Skorpione aufhalten können. Okay, gegen was? Katapulte, ja, und Mörser. Eines noch. Rumen gab die Erlaubnis zur unbegrenzten Plünderung, wenn wir diese Mission erfüllen. Das ist alles. Nur als kleine Motivation. Netter kleiner Skorpion. Und ja, Bogenschütze, weil Feuermagie und Heilung und überhaupt, ja, fetzt. Mit dem Skorpion bin ich gespannt. Aha, man kann also quasi so ein Konter auch, wenn man kontert, dann so mit Y einen richtig fetten Gegenangriff Skorpione, machen. Skorpione, vorwärts! Schützt die Skorpione beim Einreißen der Mauern! Los! Bewegung, ich mach. Katapulte! Es sind Skorpione in ihrer Reichweite. Stürmt die Katapulte und haltet sie auf. Schnell! Bewegung! Angriff! Oh, what? Bringt keine Schande über die Hochelfen. Wenn jetzt Infanterie wäre, ganz gut gewesen, ne? Alter, was? Alter, was? Mais oder was? Ich mache die Macht der Hochelf. Hochelf, zieht euch zurück. Ich werde gehorsam. Feuert auf sie. Ich mache Stachelschwach. Die Bogenschützen sind in Gefahr. Bogenschützen werden attackiert. Fühlt die Macht der Hochelf. Ja, genau. Erstmal aufs Katapult. Wenn jetzt Kabulat ist natürlich deutlich besser gewesen. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Bogenschützen sind halb tot, die müssen wir immer ziemlich zurückhalten. Noch Infanteristen sehe ich gerade. Oh, da. Das ist der Katapultanführer. Job. Auf zum nächsten Katapult. Ich glaube, das da vorne müsste der Anführer sein. Der. Genau. Ja, bevor das Skorpion stirbt, muss ich gleich nochmal Heilung wirken. Go, 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 go. Kann der damit überhaupt geheilt werden? Ja, und ob. Das war überhaupt nicht knapp. Wir müssen jetzt erstmal hochheilen, ey. Kein Grund, gleich vorwärts. Ich warte auf eure Befehle. Kann ich erstmal noch den Skorpion heilen? Oh, nice. Das ging ja schnell. Ist gefallen. Vorwärts.
müssen wir dann mal auch ein bisschen besser einsetzen. Es geht echt fix. Ich dachte, da muss er irgendwie lange stehen bleiben oder irgendwas. Mal hier so einen Typen vorschicken. Gott. Halt, seid nur nicht zu siegesgewiss. Es gibt viele Katapulte in der Nähe der Innenmauer. Lockt den Feind aus der Reichweite der Katapulte und kämpft. Gut überlegt, Lucretia. Skorpione sind durch Katapulte verwundbar. Aber Pfeile können ihm nichts anhaben. Setzt sie mit Bedacht ein. Tja, wie kriegen wir sie? Ich brauche euren Rat nicht. Das weiß doch jeder Hochelf. Halbegel. Säumt nicht. Lasst uns aufbrechen. Wohin? Ha! Hey, hier lang! Erstmal die Infanterie hier. Stachelschweine aus euch. Fühlt die Macht der Helden, ziehen sich nicht zurück. Kämpft weiter. Ich werde Gehorsam leisten. Zwei, da können wir erstmal richtig dick Meteor drauf schauen. Drei jetzt sogar. Das war richtig episch gut. Ich meine, dass es befreundete Einheiten nicht trifft, ist absolut Hammer. Zeigt einfach auf ein Ziel. Bisschen Heilung hinterher. Ich mache Stachelschweine aus euch. Komm schon, Heilung und dann weiter angreifen. Ich hätte mal einfach sofort stehen bleiben müssen am Anfang. So, wieder eine Einheit weg. Nächster weg, bitte. Das nervt ja regelrecht hier. Ich weiß noch nicht genau, wie wir die Bogen, also wie wir die anderen alle so aus der Reichweite rauskriegen. Dann können wir mal überlegen. Die Skorpione haben ja super viel Schaden bekommen von dem. Ich mache Stach. Wohin? Wir sind Hochelfen. Halt! Stopp! Was ist los? Hier lang? Psst. Sind wir noch in Reichweite? Hier sind auch nochmal Katapulte. Das ist ätzend. Kein Grund. Los! Fühlt die Macht der Hochelfen, ziehen sich nicht zurück. Ich werde Gehorsam leisten. In die Abhauen? Was bringt eine Schande über die Zeit? Bogenschützenwelle verklärt. Fühlt die Macht der Hochelfen. Bewegung. Pfeile im Anflug. Wir kommen hier nicht durch. Wohin? Hochelfen ziehen sich nicht zurück. Kämpft weiter. Bogenschützen im Nahkampf. Fühlt die Macht der Hochelfen. Pfeile, geht in Deckung. Machen wir einfach jetzt mit so Schockwellen hier, dann machen wir die kaputt. Die Bogenschützen werden angegriffen. Die Bogenschützen sind gleich erledigt. Na los. Meine Güte, das ist echt knappe Kacke mit den Bogenschützen.
Orksen ziehen sich nicht zurück. Hallo. Nehmt das, ihr Wartemeldeut. Der Skorpion reißt sie in Stücke. Lasst sie die Machenschützen haben gesiegt. Pfeile im Anflug. Stachelschweine. Skorpion wird getroffen. Wir sind Hochelfen. Fühlt die Macht der Hochelfen. Komm, krieg uns einen Elektro-Hubs direkt ins Gesicht, Größer. Wir sind jetzt Anführer, da. Du kannst nicht alles abwehren, was ich dir entgegenhaue. Nehmt das, ihr Wartemeldeut! Probiert euch! Verteilt euch! Ha! Zeigt ein Halt! Bewegung! Kein Grund, gleich nervös zu werden, Leute. Ist der Anführer da vorne? Fühlt die Macht der Hochelfen! Verteilt euch! Los! Vorwärts, zerquetscht dieses Ungefähr. Ich werde gehoppt. Bringt ha! Zeigt jetzt! Angriff! Wir sind Hochelfen. So. Fühlt die Macht der Hochelfen. Wo ist sie denn bitte? Angegriffen! Vorsicht! Das ist der Anführer. Okay. Meine Truppen irgendwie so geschickt, dass die Bogenschützen das möglichst überleben. Einfach alle irgendwie anderweitig beschäftigt sind. Das Skorpion hält die anderen irgendwie auf. Die Bogenschützen. Gut. So, das sind jetzt nicht viele. Ich warte auf eure Befehle. Jetzt! Feuert auf sie! Hochelfen ziehen sich nicht zurück! Gut, dann greifen die Bogenschützen auch noch an, diese drei überlebenden Bogenschützen, besser gesagt. Er ist ja cool umgekippt. Dass hier irgendwas sind. Halbegel. Zwei Skorpione, einer von uns. Einer Verbündeter. Die anderen machen Schockwelle. Der Skorpion reißt sie in Stücke. Bogenschützen haben gesiegt. Ich warte auf eure Befehle. Lass sich ein bisschen heilen, alle. Verteilt euch! Ausschwert vorwärts! Skala! Skorpion, diesen Ball. Bogenschütze, geh mal ein bisschen weiter weg. Hey, hier lang! Bumm. Bumm. Und. Bumm. Die Innenmauer ist eingestürzt. Säumt nicht. Lasst uns aufbrechen. Angriff. Speer durch. Konzentriert euch darauf, den König hinter der Innenmauer gefangen zu nehmen. Sucht den König. Der Hironeidenkönig. Ein Menschenmann, richtig? Macht euch nicht zu viele Hoffnungen. Er ist ein stinkender alter Mann. Golden Paladin. Oh, ihr geht's. König. Dieser Gerald sah nicht schlecht aus, oder? Der König! Ich warte. Sie verlassen die Burg. Sieht so aus, als stünden uns nur ein paar wenige Gefolgsleute im Weg. Vorsicht! Es scheint sich um Zauberkundige zu handeln. Sie haben Meteor... Menschen sind so cool! Dort! Tötet sie rasch! Zieht euch zurück! Schnell! Wir werden sie ein andermal schlagen! Na, Walden ist der Typ, der mich, den König irgendwie gerettet hat. Sie
Sie haben einen Heilertrupp in der Nachhut. Dagegen müssen wir schnell etwas tun. Ich werde Gehorsam leisten. Hochelfen ziehen sich nicht zurück. Geht weiter! Komm schon. Wolken kann ich hier nicht aufhalten. Ja, den prügeln wir ja ganz schön gut kaputt. Das gehören uns hinten dran, perfekt. Ich werde Gehorsam leisten. Hochelfen ziehen sich nicht zurück. Kämpft weiter! Ich wollte hier mal die Bogenschützen hier was gezaubert haben. Wenn sie direkt da hinten gehen. Holen uns hier noch kurz ein bisschen FP, perfekt. Und jetzt Meteor hinten rein. Zeigen wir doch mal, was wir von Magieinfanterie halten. Und boom. Ich einfach hinterher, was soll's. Nicht genügend Magie, um Zauberverstärkung zu wirken. Mentalverstärkung, aber das können wir gleich noch. Puh, das ist eine Anführung. Keine Zeit. Wuhu! Der Skorpion reißt sie in Stück. Ihr Anführer lebt noch. Ah, Walden. Grüß dich. Sieht jämmerlich aus. Wie heißt du, Affe? Walden! Nicht so gut aussehend wie Gerald, aber trotzdem nett. Er ist nutzlos. Tötet ihn. Du hättest weglaufen sollen, Affe. Wir haben den König gerettet. Walden doch gar nicht so, der nichts nutzt. Oh, die Bogenschützen, ne? Durch die Meteore haben die ordentlich Leute weggeschnetzelt. Natürlich Lucrezia immer am meisten, weil wir sie auch steuern. Cool. War ein bisschen anstrengend am Anfang, weil wir so viele verloren haben. Hätte man, wie gesagt, ein bisschen zurückhalten müssen, die Einheiten. Und erstmal nur mit Lucrezia nach vorne. Wäre dieser Walden-Affe nicht gewesen, hätten wir ihren König erwischen können. Verdammt. Gerald war nicht beim König. Den hätte ich auch ganz gerne wieder gesehen. Ich bin im Besprechungsraum. Irgendetwas stimmt hier nicht. Was ist der Grund hierfür, Fürst Renier? Ich wusste es doch. Hier stimmt etwas nicht. Ich bin der Fürst von Hexter. Und wenn der Feind in den Altar der Zerstörung eindringt, muss ich als Erster vor Ort sein. Ich werde nicht hier in Hironeiden sitzen und zuschauen, während die Ex sich des Altars bemächtigen. Ah, deswegen musste Renier dann wegrennen, um halt sich selber zu retten. Warum kehren wir dann nicht alle nach Belon zurück? Damit würden wir Hironeiden die Gelegenheit geben, uns zu folgen. Nein, ich überlasse euch einen Teil meiner Armee, sodass ihr Hironeiden die Luft abdrücken könnt. Ah, deswegen haben sie dann auch Hironeiden nicht angegriffen, sondern nur belagert. Ich verstehe nicht. Die Velond-Armee wird den Altar der Zerstörung verteidigen. Warum durch einen Rückzug zum jetzigen Zeitpunkt ein so großes Risiko eingehen? Genug. Ich breche morgen auf. Die Ork-Infanterie und die Skorpione werden hier bleiben. Nehmt Hironeiden ein. Ach, Renier! Kommandantin Roman? Er ist unmöglich, einerlei. Dann marschieren wir eben ohne Renier nach Hironeiden. Das viele Testosteron vernebelt ihm das Gehirn. Wir brauchen Renier nicht. Lucrezia, haltet eure Truppen bereit. Wir brechen ebenfalls morgen auf. Ja, wir wissen ja, wie das endet. Erstmal wieder ein bisschen hier Trash-Talk in der Kneipe noch. Renier geht zurück zum Altar der Zerstörung. Natürlich. Was? Lucy? Marschieren wir immer noch nach Hironeiden? Ja, wir nehmen ein paar von Reniers Schweinen mit und die Skorpione werden wir auch gut brauchen können. Also sollen wir Hironeiden zumindest ein wenig Sand ins Getriebe streuen, wenn wir ihnen schon nicht den Todesstoß versetzen können. Sand ins Getriebe? Nein, wir werden sie zermalmen. Morgen brechen wir auf. Macht euch bereit.
Kironeiden. Ob Geralt wohl auch dort ist? Rithrin, mal angenommen, du würdest ihn zufällig treffen. Willst du es wirklich allein mit ihm aufnehmen, nachdem was letztes Mal passiert ist? Was ist mit deiner Erkundungstour zum Drachengrab? Daraus ist der größte Kampf deines Lebens geworden, richtig? Lenk nicht ab. Solange ich Affen abschlachten kann, bin ich mit allem einverstanden. Boah, selber halb Mensch. Ihr müsst euch vor dem Krieg ja schrecklich gelangweilt haben. Keine kleinen Affen zum Niedermetzeln. Ich hatte stattdessen meinen Spaß mit den Kaedis. Ich kann mich also nicht beklagen. Aber ich verstehe. Gab es damals viele Kaedis? Mehr als jetzt. Hahaha, gute Antwort. Gut, in die Kaserne sollen wir gucken, weil wir jetzt noch einen Skorpion haben. Aufgabe, ne? Skorpion. Und der könnte noch zum Sumpfmode werden, wenn wir genügend Teamwork, Nahkampf und Zähmen haben. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Da hätten wir hier eine Unterstützungstruppe. Also, wenn wir das mal brauchen, ne? Also können wir eine Unterstützungstruppe machen. Ach, die haben alle das Gleiche. Außer Lindwurm. Der hat Nahkampf, Reiten. Das war's. Nur Nahkampf und Reiten. Okay, da hätten wir... Können wir die Leute hier, die wir als Infanterie haben, auch noch umbauen. Die wir noch reiten geben, aber das haben die zu viele Fähigkeiten. Aber zumindest können wir, je nachdem, was wir brauchen, den Skorpion zum Sumpfmammut oder Flugschrecken umbauen. Wir bräuchten halt 5, 7, 10. Okay. Aber bevor wir ihn machen, wir müssen immer gucken, dass wir unsere Anführerin immer ein bisschen stärker machen, weil das ist die Haupttruppe, mit der wir zu tun haben. 5, 7, 10. Tada! Dickes Sumpfmammut. Dem geben wir keine Ausrüstung. Hätte man wahrscheinlich eh nicht geben können. Ihm geben wir. Gibt's nicht irgendwie irgendwas mit Zähmen? Was für. Die haben Explosion wahrscheinlich als Widerstandsproblem. Genau. Gut, das heißt, Ausrüstung, da kriegst du wenigstens einen Schild, der irgendwie Explosion schützt. Hier. Kostet nicht mal viel Geld. Super. Den lassen wir auch erstmal so. Ja, dich werden wir wahrscheinlich eh niemals brauchen, wenn ich so drüber nachdenke. Und Rithrin. Passt. Passt. Gut, jetzt haben wir alle noch ein bisschen aufgewertet. Wie viel Geld haben wir denn noch? Lohnt es sich jetzt hier Hackmesser? Meine Güte, das ist ein Name. Es gibt einige, die dann deutlich mehr Bonis bringen, wie ich ja sehe. Okay. Was ist denn euer Widerstandsproblem? Explosion, Feuer, Erde haben die ne immer, ja. Puh, Bogenschützen brauchen keinen Widerstand. Die haben schon Nahkampf. Du kriegst noch irgendwie Nahkampf, oder? Nahkampf, Feuer. Du brauchst nur Nahkampf. Das kostet einfach 12.000, das ist mir zu teuer. Nimm lieber, das ist egal, die kosten auch gleich viel, dann nimm das. Du reicht nicht aus. Das halt kaufen, ausrüsten. Die sind schon besser. Den haben wir auch schon was gegeben. Gut, jetzt gehen wir langsam die Ideen aus. Ja, hier würde ich mal noch einen dicken Nahkampfbonus dann irgendwann kaufen. Vielleicht sollte ich dafür dann Geld sparen, dass ich dann wirklich hier so ein plus 11, plus 12 hier drauf bolzen kann, dass wir dann richtig dick im Nahkampf dastehen. Würde ich sagen, so machen wir das. Gut. Also, jetzt auf nach Hironeiden, habe ich gehört. Renier geht wirklich fort? Armes Mädchen. Sicher vermisst du seine Muskeln schon. Lucretia, bisher hat der Feind wenig Gegenwehr geleistet. Doch nun marschieren wir auf seine Hauptstadt.
Also fällt der Westen am Ende doch an den Osten. Das Land wird zu groß sein, als dass die Blutsauger es noch effizient regieren könnten. Vielleicht finden die Dunkelelfen endlich ihre Nische. Eine Meldung von mir und ihr landet auf der Stelle im Arbeitslager, Rithrin. Ah, Aufseherin, ich meine doch nur eine Kolonie unter eigener Leitung. Ich weiß genau, was ihr gemeint habt. Gut, in Elsa haben wir jetzt ein bisschen uns aufgewertet und gehen zu Halmoral. Das hatten wir schon mal. Halmoral, war das nicht die schwierige Mission, wo man den Fluss überqueren musste? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt noch zusätzlich zu all dem Spaß, was wir haben, noch Pioniere. Also wir haben dann so viele verschiedene Truppen, ich weiß gar nicht, wie ich die überhaupt alle mal einsetzen soll. Gut. Trotzdem eine schöne Mission. Jetzt Esse eingenommen, ein bisschen Story. René haut ab. Ja, und nächste Woche geht es dann einfach hier weiter. Ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.